In diesem Video jetzt heute soll es um den Besatz des Biotop-Cubes gehen. Ich habe ja letzte Woche hier die Umgestaltung gezeigt, dass ich da wirklich nochmal eine Grundreinigung gemacht habe, den ganzen Boden wirklich komplett sauber gemacht habe, die ganzen Wurzeln rausgenommen habe und das Becken komplett neu eingerichtet habe, zum Beispiel mit den Drachensteinen noch so als Unterbau. Und ich habe ja kein großes Geheimnis daraus gemacht, welche Fische in dieses Aquarium rein sollen. Und zwar sind das die Boraras brigittae oder Boraras brigittae. Das sind immer zwei verschiedene Arten und Weisen, das auszusprechen. Ich habe mich eigentlich immer daran gewöhnt, Boraras brigittae zu sagen. Aber viele sagen auch brigittae. Was da jetzt die richtige Aussprache ist, sei es drum. Es sind auf jeden Fall die Moskito-Werblinge. Und die wollte ich schon sehr lange auch mal versuchen zu züchten. Ich finde aus der Boraras-Gruppe die Brigittae wirklich die schönste Art. Da gibt es ja verschiedene Arten, da gibt es die Mera, dann die Urulf Thalmoides oder so ähnlich heißen die und noch ein, zwei andere Arten, die sich teilweise sehr, sehr ähnlich sind. Also bei den Mera zum Beispiel habe ich gelesen, dass die auch in Gebieten vorkommen, wo die Brigittae auch vorkommen und dass sie teilweise sich auch durchmischen, dass da also eine ganz genaue Artabgrenzung gar nicht so unbedingt gegeben ist. Die Boraras brigittae zeichnen sich durch einen etwas längeren Seitenstrich aus. Das werdet ihr aber auch nachher noch in dem Video sehen. Ich möchte euch gerne in diesem Video die Haltungsbedingungen zu den Boraras brigittae, zu den Moskito-Berblingen näher bringen. So wie ich das jetzt hier mache und ich habe mich da auch noch mal ein bisschen eingelesen. Ich werde euch also sagen, mit was für Wasserwerten, was für eine Temperatur ich die hier halte und worauf ich so achte. Und ja, in Zukunft soll es dann auch ein bisschen um die Zucht der Tiere gehen. Ich hoffe, dass mir das gelingt. Ich sage das ja immer wieder, dass ich mir da nie sicher bin, ob meine ganzen Projekte und Vorhaben hier auch wirklich von Erfolg gekrönt sein werden. Aber ich bemühe mich. Und was ich bei denen wirklich mal ganz spannend fände, wäre, verschiedene Ansätze der Zucht hier zu zeigen. Das macht das Ganze wieder zu einem extrem Langzeitprojekt und ich habe im Moment so ein bisschen Sorge, dass ich sehr viele Sachen so als Geduld- und Langzeitprojekte anlege, aber nichtsdestotrotz, vielleicht mache ich auch hier wieder diese Methode, wie ich das bei meinem Biotop-Aquarium mit den roten Neons mache, dass ich euch immer mal wieder auf dem Laufenden halte und wenn das Ganze am Ende funktionieren sollte, gibt es natürlich dann ein zusammenhängendes Video zur Zucht der Moskito-Berblinge. Eine Methode wäre, das kann ich schon mal vorwegnehmen, die einfach in diesem Aquarium zu vermehren und zwar in Gesellschaft der Elterntiere. Das heißt, ich versuche Strukturen zu schaffen, wo die Jungtiere geschützt sind und dann kommen immer mal wieder welche durch. Das soll bei den Moskito-Berblingen leichter sein als bei den roten Neons. Eine andere Methode ist es immer, und die werde ich auch mal wahrscheinlich ausprobieren, eine kleine Gruppe der Elterntiere zu separieren, in ein Aufzucht-Aquarium zu geben. Da habe ich ja meine 30-Liter-Cubes, die dicht mit Moos bepflanzt sind und bewachsen sind. Dort die Tiere gut zu konditionieren oder vorher schon zu konditionieren, die zum Ableichen zu bringen und dann die Alttiere zu entfernen und dann zu schauen, ob da Junge hochkommen in den Zuchtaquarien. Das wären jetzt zwei verschiedene Methoden. Es gibt noch etliche mehr, die man ausprobieren kann, die ich gerne bei dieser Art auch mal so gegenüberstellen möchte. Aber auch das ist wieder wirklich, und das betone ich, Zukunftsmusik. Ich kann nicht sagen, wie lange das dauert. Ich kann nicht sagen, ob das funktioniert. Heute im Video geht es erstmal um die Art Moskito-Berblinge und die Haltung, wie ich sie hier vollziehe und ja, wie es den Tieren in meinen Augen wirklich gut geht. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Schauen dieses Videos. Ja, ich habe auch hier mir wieder einen Schwarm gekauft von den Moskito-Berblingen hier noch im Beutel. Und ja, nochmal der Trick, ne? Beutel einhängen, oben umfalten, sodass der im Wasser schwimmt. Und zum Temperaturangleichen ist das definitiv hier die beste Wahl. Man sieht auch schon, dass die Moskito-Berblinge im Beutel eine ganz gute Farbe zeigen, wenn es den richtig gut geht und die auch im abgedunkelten Aquarium unterwegs sind, dann zeigen die wirklich auch ganz prächtig rote Färbungen. Teilweise sieht man das auch schon in diesem Video. Ich hoffe, dass die sich noch ein bisschen mehr einleben, als das jetzt hier am Ende des Videos der Fall sein wird. Aber das kriegen wir schon hin. Im Transportbeutel habe ich ein paar Wasserlinsen vom Verkaufsbecken noch mit drin und die möchte ich nicht so gerne hier im Aquarium haben. In manchen meiner Aquarien halten die sich gar nicht und in anderen Aquarien verbreiten die sich so, wie man das kennt von Wasserlinsen und dann sind die nicht so ganz leicht zu beseitigen und deswegen fange ich die hier mit einem Kescher einmal kurz ab, sodass ich da sicher bin, keine Wasserlinsen mehr in das Aquarium einzuschleppen. Und dann kommt das normale Angleichen. Ich gebe schluckweise hier ein bisschen Wasser rein, um die Tiere schonend an die neuen Wasserwerte zu gewöhnen.
Viele Leute sagen, dass das nicht nötig ist und dass die Fische sowieso länger brauchen, um sich umzustellen. Ich bin so an dem Standpunkt, dass ich sage, warum soll ich da einen größeren Schock auslösen, als es nötig ist. Und deswegen gebe ich hier langsam ein bisschen Wasser rein, mache das mehrfach und warte dann so eine gute halbe bis dreiviertel Stunde. Und dann fange ich die Tiere mit dem Kescher aus dem Transportbeutel raus. Das macht man schön vorsichtig und langsam. Und tatsächlich ist es mir gelungen, hier die 15 Tiere auf einen Streich rauszufangen. Das ist natürlich besonders cool. Und kann sie dann mit dem Kescher vorsichtig in das neue Aquarium setzen. Und ich finde das immer ein schöner Moment, wenn man die Tiere hier entlässt in das neue Aquarium. Und ich habe sowieso total gerne auch mal neue Fische hier einzusetzen. Und ja, die hauen sofort im Schwarm ab. Und den Transportbeutel mit dem alten Wasser und mit dem Kescher, den entferne ich dann einfach und entsorge das Ganze, sodass ich hier also das Transportwasser nicht in meinem Aquarium habe. Die Boraras brigitae, die Moskito-Berblinge sind keine ausgesprochenen Schwarmfische, sondern Gruppenfische. Sie sind aber sehr soziale Tiere, deswegen sollte man sie mindestens in Gruppen von 10 Tieren halten, besser mehr. Und sie sind natürlich sehr kleinbleibend, was sie auch für die Nano-Aquaristik sehr interessant macht. Und das ist jetzt hier ja ein 60-Liter-Cube. Und ich denke, das ist super gut geeignet für die Haltung dieser Tiere, auch für die dauerhafte Haltung. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie die sich hier verhalten direkt nach dem Einsetzen. Und sie zeigen auch, wie ganz viele Fischarten das typische Verhalten direkt nach dem Einsetzen. Sie bleiben in der Gruppe zusammen und stellen sich erstmal in eine Ecke, bevor sie dann langsam anfangen, in der Gruppe das Aquarium zu erkunden. Das kann man übrigens nicht nur bei Gruppentieren beobachten, sondern auch bei anderen Tieren. So direkt nach dem Einsetzen, dann rotten die sich so zusammen und erkunden dann erstmal gemeinsam das Aquarium, bevor sie dann irgendwann etwa so, ich sag mal, 2-3 Tage später oder auch mal eine Woche später anfangen, sich wirklich ganz natürlich im Aquarium zu verteilen. Und das ist immer ganz spannend zu beobachten, finde ich, solche Verhaltensweisen bei den Fischen. Und das machen hier eben die Moskito-Berblinge jetzt auch. Die bleiben erstmal zusammen. Ich finde die Tiere wirklich wunderschön. Auch jetzt hier direkt nach dem Einsetzen schon. Die sind natürlich noch ein bisschen blass, aber sie lassen schon vermuten, was da an Farbe möglich ist. Temperatur fahre ich in dem Aquarium ungefähr 26 Grad und die Wasserwerte halte ich möglichst weich und ein bisschen sauer. Das heißt, so eine GHKH von 3,4 finde ich super und pH-Wert unter 7 ist von Vorteil. Man kann die auch in neutralerem Wasser halten, allerdings zeigen sie dann nicht ihre optimale Färbung, denn das sind wirklich Schwarzwasserfische. Die kommen aus Borneo, aus dem Süden von Borneo. In Schwarzwasserflüssen sind die dort unterwegs und dementsprechend ist es für die Farbenpracht und für das Wohlbefinden der Tiere gut, sie in leicht saurem Wasser und vor allem in weichem Wasser zu halten. Nur dann hat man eine Chance, die auch in voller Pracht zu sehen. Aufgrund der Größe, die werden höchstens 3 cm groß, ich finde immer eher ein bisschen kleiner bleiben die noch. So dass es ganz gut ist, die in einem Artenbecken zu halten. Natürlich gibt es eine Reihe von anderen Arten noch, die auch sehr kleinbleibend sind und sehr friedlich sind. Denken wir nur an den Perlhuhn-Berbling zum Beispiel. Das könnte eine gute Gesellschaft sein, aber auch andere kleinbleibende Salmler-Arten oder Berblingsarten, die man ganz gut damit vergesellschaften kann. Auch Zwerggarnelen sind auf jeden Fall möglich. Es heißt zwar immer, dass auch Moskito-Berblinge Babygarnelen fressen. Das wird auch mal vorkommen, ne, wenn die Babygarnelen ganz frisch geschlüpft sind aber oder frisch entlassen wurden. Aber sobald die ein bisschen größer sind, gehen die Moskito-Berblinge da eigentlich nicht mehr dran. Und deswegen ist die Vergesellschaftung mit Garnelen hier durchaus möglich. Und ich werde das vielleicht auch nochmal machen und mir nochmal eine andere Farbform der Neocaridina dazusetzen. Das weiß ich aber noch nicht ganz genau. Das ist nur so ein grober Plan. Und ja, das ist jetzt immer noch hier relativ früh nach dem Einsetzen, das Ganze. Man sieht, dass die Tiere in der Gruppe durch das Aquarium ziehen und so im Kreis schwimmen. Damit verschaffen sie sich wirklich einen Überblick über ihr neues Zuhause. So kann man das vermenschlicht sagen. Man kann aber auch sagen, dass sie einfach noch ziemlich verängstigt sind
und erstmal nicht wissen, wo sie sind und das Ganze erstmal hier erkunden müssen. So einen Tag später, 2 Tage später, habe ich hier nochmal ein bisschen das Wasser mit Huminstoffen versorgt und beginne schon mit der ersten Fütterung. Und das beste Futter für diese Moskito-Berblinge ist feines Lebenfutter. Und was bietet sich da besser an als Artemia-Norblien, frisch geschlüpft oder gefroren? Das ist wirklich das 1A-Futter für diese Tiere. Natürlich sollte man auch da gucken, dass da ein bisschen Abwechslung reinkommt. Die sind nicht sonderlich super anspruchsvoll, was das Futter angeht. Es muss nur einfach sehr klein sein, weil die Fische so klein sind und dementsprechend kleine Mäuler haben, nach vorne gerichtete Mäuler. Das heißt, sie fressen aus dem Freiwasser hauptsächlich. Und da kann man auch fein zerriebenes Flockenfutter nehmen oder andere Futtersorten, die sich halt so zerstäuben im Wasser. Und da gehen die eigentlich überall gut dran. Aber um die gut zu konditionieren und um die Farbenpracht auch zu fördern, sind Artemia-Norblien sicherlich ein sehr, sehr gut geeignetes Futter. Auch kleine Wasserflöhe oder Zyklops sind hier super geeignet. Und man sieht jetzt schon hier, wie die Farbenpracht sich entwickelt. Ich bin ja mit den Wasserwerten so ein bisschen vorsichtig und gleiche das so langsam an. Da komme ich aber gleich nochmal zu. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Froschbiss aus dem Biotop-Aquarium der Roten Neons hier reingesetzt, weil ich jetzt am Anfang damit so eine Deckung schaffen möchte. Und diese Wurzeln sind natürlich auch eine tolle feinfiederige Versteckmöglichkeit für die Tiere. Ich habe hier oben ja noch die Hydrocotyle tripatita eingesetzt, aus dem Uferaquarium schon, da ist die so gut gewachsen, und auf den anderen Ast, der aus dem Wasser ragt, Moos aufgebunden. Und ich hoffe, dass diese Pflanzen sich so verbreiten, dass da auch an der Wasseroberfläche so ein dichtes Pflanzenwerk entsteht. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber das werde ich sehen. Den Rucksackfilter habe ich runtergeregelt. Ich zeige das jetzt hier nochmal, wie der läuft, wenn der voll aufgedreht ist. Das ist zu viel Strömung. Moskitobärblinge kommen aus sehr langsam fließenden Gewässern und mögen keine starke Strömung. Und deswegen kann man diese Filter gut runterregeln. Und ich hatte das ja schon mal gesagt, das mache ich hier sehr, sehr lange schon mit diesen Filtern. Hatte da noch nie Ausfälle. Häufig heißt es ja, dass das den Filtern und den Pumpen nicht so gut tut, wenn man die runterregelt. Das mag sein. Ich kann das bisher nicht bestätigen. Die Moskitobärblinge hier bei mir sind relativ lange erstmal noch in dieser Gruppe unterwegs gewesen. Und auch dieses Verhalten, was man jetzt hier sieht, das an den Scheiben hoch und runter schwimmen, ist sehr typisch für die Tiere. Erst wenn die wirklich eingewöhnt sind, und das kann schon mal so eine Woche dauern, fangen die eben an, sich im Aquarium ganz ruhig zu verhalten und zu verteilen. Und da sieht man jetzt hier an diesem Tier schon, dass das ganz gut funktioniert hier mittlerweile. Die Tiere sind jetzt schon sehr, sehr gut genährt, also die nehmen das Futter sehr dankbar an. Und ich sag mal, gerade nach dem Kauf, ja, in den Hinterbecken ist das nicht immer so, dass die sehr optimal versorgt werden. Da fressen die erstmal richtig viel und man sieht sehr schnell bei diesen kleinen Tieren, wie gut denen das tut und wie füllig die auch werden können. Also hier direkt nach der Fütterung haben die wirklich richtig dicke Bäuche und die ersten Tiere zeigen eine ganz tolle Färbung. Die Männchen sind etwas kräftiger gefärbt, etwas schlanker als die Weibchen. Die Weibchen zeigen aber auch eine schöne Farbenpracht. Aber die Männchen sind diejenigen, die wirklich so richtig leuchten und diese roten Teile auch in den Flossen zeigen, in der Schwanzflosse, in der Rückenflosse, die roten Punkte nochmal deutlich mehr ausprägen. Und naja, wenn man die sich genauer anguckt, wirklich ganz, ganz tolle, farblich wunderschöne Tiere. Und ich mag die einfach wirklich sehr, sehr gerne hier in dem Aquarium haben. Ich hatte gerade was zu den Wasserwerten gesagt. Ich gleiche das Ganze sehr langsam an. Also im Händlerbecken wird ja wenig mit Wasserwerten rumgepanscht. Und deswegen schwimmen die hier in meiner Gegend auf Leitungswasser, was mir sehr ähnlich ist, was bei mir zu Hause sehr ähnlich ist. Und deswegen habe ich erstmal nur einen Teil Osmosewasser dazugegeben und ein bisschen Huminstoffe dazugegeben und werde so nach und nach hier auch wieder die Wasserwerte anpassen und immer saurer und immer weicher werden, sodass ich dann irgendwann hier das gewünschte Zielwasser habe. Das, was ihr jetzt noch seht, ist eine Anubias, die ich aus dem Kampffischaquarium rausgenommen habe, die schon eh mehr gewachsen ist. Die soll auch hier über Wasser wachsen und genau wie hier diese Hydrocotyle tripatita ein möglichst dichtes Pflanzenwachstum an der Oberfläche entstehen lassen. Ich möchte den Froschbiss nicht so gern hier drin behalten, einfach weil mir das Bild nicht so gut gefällt. Ich lasse den aber erstmal drin, um den Tieren Schutz zu bieten, bevor dann irgendwie noch andere Schutzpflanzen an der Oberfläche dann gewachsen sind. Und ja, von Tag zu Tag werden die Tiere schöner. Ihr seht hinten das Männchen mit den roten Färbungen in den Flossen, auch in der Afterflosse dieser rote Punkt. Einfach wirklich richtig wunderschöne Tiere, mit denen ich
total zufrieden bin und ich bin da schon länger ja hinterher. Ich hatte das vor Ewigkeiten mal angekündigt, dass ich das vorhabe, die auch zu züchten. Und ich werde also erstmal jetzt versuchen, die hier gut zu halten, meine Erfahrungen mit den Tieren zu sammeln. Ich habe die schon oft gehalten, aber ich habe noch nie wirklich so dieses Aquarium, was nur für diese Tiere als Artbecken ausgelegt ist, gemacht. Und dementsprechend bin ich gespannt, ob ich einen Unterschied feststellen kann. Und ich kann bisher jetzt schon sagen, ja, die Tiere sind weniger scheu, wenn sie in einem Artbecken sind, sind deutlich mutiger in ihrem Verhalten und vor allem zeigen sie deutlich schönere, kräftigere Farben. Und auch wenn die Weibchen immer noch so ein bisschen blasser bleiben, so ist es doch so, dass die Männchen einfach diese roten, tollen Flecke im Aquarium bilden, als Bild einfach so, ne? Also ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden, wie sich das Ganze hier macht. Auch das Aquarium als solches nach dem neuen Aufsetzen, was ihr letzte Woche in dem Video gesehen habt, macht sich super. Die Wasserwerte sind stabil. Und das zeigt mal wieder, ja, auch dieser große Eingriff mit dem großen Saubermachen und auch dem Filterwechsel mit altem Filtermaterial aber drin, das reicht aus, um so ein Aquarium schnell wieder ins Laufen zu bringen. Also dieses alte Filtermaterial in dem neuen Filter, das ist wirklich das A und O. Und wenn man das macht, kann man sehr, sehr schnell wieder besetzen. Ich habe jetzt hier 2, 3 Tage gewartet, aber länger auch nicht. Und ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass das Ganze stabil laufen könnte. Dann habe ich noch vor die Efeutute, die hier aus dem Biotop-Aquarium zur Zucht der roten Neons rauswächst, in den Biotop-Cube reinwachsen zu lassen. Die linst hier schon so rüber und wenn die darüber wächst, dann bildet die auch Wurzeln in das Wasser. Und das ist auch nochmal so eine richtig gute Brutstube für die eventuell auftauchenden Jungtiere. Und naja, das ist jetzt hier so das Abschlussbild nochmal von dem Aquarium, wie es jetzt aktuell aussieht. Und ich habe noch ein paar Pflanzen dazugesetzt, ein bisschen Java-Farn und noch ein paar Anubias und so. Vielleicht kommt da noch mehr dazu. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Aber so sieht das Ganze jetzt erstmal aus. Bitte vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben, wenn euch das Video gefallen hat, meinen Kanal zu abonnieren und diese Glocke zu läuten, damit ihr keine Videos und Updates auch zu diesem Projekt hier verpasst. Und ich sage jetzt einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal.